Entschuldige, Roland, wollte bloß helfen. Wird aber gerade nur erlaubt sein. Erlaubt schon, aber nicht nötig. Nils hat seinen Job, Sepp. Du bist Mechaniker und ich bei der Polizei. Darum lass das gefälligst unser Sorg sein, ob an dem Unfallwagen von heute früh was faul ist oder nicht, ja? Ganz aufs Hirn gefallen sind wir schließlich auch nicht. Ich wollte ja bloß sagen, dass mir das spaßig vorkommen. Und ich, dass das nicht dein Bier ist, ja? Amateurdetektive und andere Reiseproduzenten gehen uns nämlich gerade noch ab. Sind schließlich nicht beim Tatort. Gut, von mir aus, wenn's meinst. Außerdem hab ich's präsent. Servus, ciao. Wallfahrt von Robert Hültner. Hab's noch nicht angefangen. Hab mich extra geschickt. Der Chef telefoniert noch. Was Neues? Nix Besonderes. Außer, dass unser Radio seinen Geist jetzt ganz aufgegeben hat. Der Radio da hinten? Schönes Gerätler. Könntest du mir mal anschauen. Ist mein Hobby. Jetzt sich leider nicht mehr orientieren. Kollegen, was anders. Ich hab mir vom Herrn Adam einen Schrank restaurieren lassen und ich müsste ihn zu mir transportieren. Ein Dachträger hätte. Boah, das war super. Also mit dem Dachträger kommst du nicht weit. Aber ich könnte mir einen Anhänger von meinem Cousin leihen. Ja, dann machen wir es auch so. Entschuldigt's, Kollegen. Können wir anfangen? Gern. Okay. Als erstes darf ich unseren neuen Kollegen begrüßen, den Rösli Magnus. Aus Fürth, gell? Ja, Fürth. Allmächt, Herr Franke. Es war zu befürchten, dass der Roland wieder seinen Senf dazu geben muss. Beleidigt? Na, als Franke weiß man eh, dass man zur Elite in Bayern gehört. Da kratzt einem sowas nicht. Also dann, auf gute Zusammenarbeit, Kollege. Okay, dann gleich zum Unfall heute früh. Ferdl, was ist mit dem Opfer? Die Doktor können noch nichts sagen, künstliches Koma erst einmal. Liegt das Blut schon vor? Dem aber nüchtern. Angehörige sind benachrichtigt? Er ist aus München, oder? Hab's auch geleiert, aber die Kollegen drum haben noch keinen erwischt, lebt wohl getrennt, ist Reporter oder sowas in der Richtung. Reporter? Oder sowas, ja. Heißt Strasser Ulrich. Okay. Roland, du warst in der Werkstatt? Ein technischer Defekt, wie es ausschaut. Der Kahn ist alt gewesen. Ein R4. Außerdem ist die Straße an der Stelle ziemlich abschüssig und hat ein paar ekelhafte Kurven. Du meinst, unangepasste Geschwindigkeit könnte dazukommen. Was meint der Sepp? Der liest's voll Krimis. Geh mal lieber auf Nummer sicher. DK? Ja. Übernimmst du das, Ferdl? Mach ich. Können wir das abschließen? Noch was? Ja, Rudi? Wir haben die Wertgegenstände aus dem Unfallauto rausgeholt. War nicht viel drin. Werkzeug, ein Haushaltsleiter. Aufgefallen ist uns nur, dass eine nagelneue Kamerataschen dabei war. Die Kamera selber haben wir aber nicht gefunden. Könnte das rausgeschleudert worden sein? Gegend haben wir abgesucht. Aber das Gelände ist ja ziemlich unübersichtlich. Okay. Dann schaut's noch mal nach, damit uns keine Schlamperei nachgesagt wird. Machen wir. War's das dann? Oder? Ja. Ferdl? Heute Vormittag eine Anzeige wegen Diebstahls. Was und wer? Die Frau Bruch-Hasker. Und in der Fleißergassen geht auf die Neinski zu. Sie sagt, sie war gestern Nachmittag von einem Sanker zum Kreiskrankenhaus abgeholt worden und hat ihr einen Geldbeutel mitgenommen für Trinkgeld und so. Wie es aber da angekommen ist, war der Geldbeutel fortgegangen. War da neulich nicht auch schon mal sowas? Genau deswegen frage ich, Senta. Vor gute 4 Wochen haben wir doch schon mal so eine Anzeige gehabt. Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Krankentransport. Der die Anzeige gemacht hat, war aber schon so durch den Wind, ich meine Alzheimer-mäßig, dass wir mit Mühe und Not gerade noch seine Adresse rausgebracht haben. Das gilt aber nicht für die Frau Pochaska, glaub's mir. Dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir uns die Sache noch mal genauer anschauen. Einen Schrank hast du herrichten lassen. Von deiner Oma. War ihrer Hochzeitsschrank. Mixt du auch, ja. Wie? Was? Ach, Rudi, auf eine dumme Frage kriegt man was für eine Antwort. Da fahren musst du links rein. Ich weiß, wo der Adam seine Werkstatt hat. Ja, stimmt. Eusbrucker. Ich kenne den schon so lang. Spitzentischler, vor allem Restaurator. Da kämen Leute von überall her, um sich ihre Sachen wieder herrichten zu lassen. Und ein Lager hat er, eine einzige Schatzkammer. Da sind Sachen drin, die sind weit über 300 Jahre alt. Schau auf die Straße, Rudi. Ein Sonderling ist er schon ein bisschen. Ein ziemlicher Querulant sogar. Wenn dem was gegen den Strich geht, dann hängt er sein ganz Fenster mit Protestplakate vor. Erst neulich soll er wieder einen Aufstand gemacht haben wegen der Wallfahrt. Wegen was? Ja, hast du das nicht gehört? Da gibt's doch so einen Beatverein in Bruck. Die möchten die alte Wallfahrt zum Kirchhof am Brand wieder aufleben lassen.
Und was hat der Herr Adam da dagegen? Na, frag mich nicht. Ist halt manchmal ein bisschen komisch. Zu mir war er freundlich. Stellen wir uns kurz vor seiner Einfahrt, oder? Was ist mit dem seinem Schaufenster? Hat ihm da wer seine Scheibe geschlagen? Blocher? Kaplan Pöschel. Herr Kaplan, schön, grüß Gott. Grüße Sie ebenfalls, Herr Blocher. Herr Blocher, ich wollte Ihnen nur in aller Kürze einen Bericht vom Stand unseres, wie ich doch sagen darf, gemeinsamen Projekts geben. Fein, ich höre. Die Resonanz ist gewaltig, Herr Blocher. Die Bevölkerung steht mehrheitlich hinter unserem Engagement. Das freut mich zu hören, Herr Kaplan. Gibt schon Rückmeldung vom Ordinariat? Zieht sich doch ganz schön, finden Sie nicht? Ist mir mündlich für die nächsten Tage zugesagt worden. Ich habe keinen Zweifel, dass man zustimmen wird. Die Kirche ist heutzutage froh um jedes Engagement. Weil mit irgendwelche, Sie wissen schon, möchte ich nichts zu tun haben, gell? Herr Adam? Herr Adam? Er kommt. Ja, bin noch nicht taub. Ist gut, Herr Adam. Wegen meinem Schrank war ich da. Sie haben mir gemeint, Anfang der Woche kann ich den abholen. Da hint. Das ist... Boah, das war mein Schrank. Rudi, schau, jetzt bin ich platt. Und mein Bruder wollte ihn schon zum Brennholz geben. Den, wenn du mal wegschmeißt, dann sag's mir. Wir haben sie das bloß hingekriegt, Herr Adam, so schön. 280 waren ausgemacht. Ja, ja, ich hab's dabei. Da, bitteschön, passt schon. Brauch nichts geschenkt. 20 retour. Nehmt euer Graffi und dann verzupft euch. Sind Sie mir nicht böse, Herr Adam? Hab ich was Verkehrtes gesagt, oder? Soll ich auch noch freundlich sein, wenn ich aufhören muss? Wieso denn das? Wieso denn das? Weil mir irgend so ein hinterfotziger, intriganter Gewerbe auf sich geschickt hat. Und die behauptet jetzt, dass meine Werkstatt nicht den Vorschriften entspricht. Auf einmal. Nach 50 Jahren. Aber das darf doch nicht wahr sein. Ich hab die Schnauzen voll von der Brocke gespucken. Endgültig. Und jetzt lassen wir mal Ruhe. Okay. Na dann. Herr Adam, bloß noch wegen einer am Schaufenster. Verbrecher. Mitten in der Nacht schleichern sie daher, die Feigling, die. Das sollten sie anzeigen, Herr Adam. Ist schließlich schwere Sachbeschädigung und von der Versicherung. Anzeigen? Bei der Polizei vielleicht? Bei denen Halunken? Jetzt halt aber. Entschuldigen Sie, Adam, wir gehören da selber dazu, zur Polizei. Zu der Verbrecherbagage geht's hier. Die schon allerweil auf der Seite von den Großkopferten gewesen ist. Naus! Naus! Batz euer Klump und kommt's mir nie mehr unter die Augen! Herr Blocher, man darf Sie mit Fug und Recht zu den engagiertesten Förderern der Initiative zur Wiederbelebung der traditionellen Brucker Wallfahrt zählen. Nein, Schammer. Wirklich zu viel der Ehre. Aber Ihr Engagement ist deswegen von besonderem Gewicht, weil, und da verrate ich ja kein Geheimnis, alles offen, es sich beim Kircherl am Brand und dem ehemaligen Priesterkonvent seit einiger Zeit um Ihr Privatgrundstück handelt. Rein rechtlich hätten Sie immerhin die Möglichkeit... Aber ich bitte Sie, lieber Herr Czermak, nicht wahr? Der Erhalt historischer Bausubstanz ist mir schon immer ein Anliegen gewesen. Schauen Sie, bei dem Kircherl am Brand handelt es sich um ein historisches Juwel. Herr Blocher, Sie unterstützen nicht bloß die Renovierung des Kircherls am Brand, sondern haben auch Pläne für den alten Konvent daneben. Richtig. Kircherl und Konvent bilden schließlich ein Ensemble, nicht wahr? Vieles ist denkbar. Und? Ja, nix. Keine Kamera. Wir sind sogar am Bach untergewechselt. Na gut, mehr können wir nicht tun. Ist das DK-Gutachten da, Ferdl? Ist heute früh gekommen, ja. War kein Fahrfehler, er ist nicht so schnell dran gewesen. Unfallursache war ein Defekt an der Lenkspurstange. Ein Schrauben hat sich gelöst mit dem Effekt, dass beim Bremsen die Vorderreifen eingeschlagen haben und dann hat er keine Chance gehabt, Timo. Schrauben gelöst. Wie kann sowas passieren?
Nein, der Wagen war nicht mehr der neueste, vielleicht Abnutzung. Das Gutachten legt sich jedenfalls nicht fest. Theoretisch möglich wäre aber auch, dass da einer absichtlich die Befestigung... Geht zu, Fantasie haben wir wieder. Ich sag bloß, was im Gutachten steht. Meinetwegen, gehen wir auf Nummer sicher. Ich geb's an die Kripo weiter. Wobei mir aber lebhaft vorstellen kann, was ich da zum Hören krieg. Die Pucke schon wieder. Genau. Dass ich sowas auch gewissen Kollegen verdanke, möchte jetzt keinen Namen nennen, gell, Center Rudi? Kollegen, ich hab also rausgefunden, also die Sache da mit dem Diebstahl, ganz ne? Ganz ruhig. Ja, hab rausgefunden, dass bei allen Krankenfahrten, wo Geld oder Wertsachen verschwunden sind, ein ganz bestimmter Sanitäter beteiligt war. Und jetzt kommt's. Er ist auch bei der Bergung von unserem Unfallopfer im Einsatz gewesen. Lechner, Max, bei Inpol zwei Verfahren. Einmal wegen Verdacht des Scheckbetrugs und andermal wegen Diebstahls. Eine leicht gesprenkelte Weste sozusagen. Sehr gut, Kollege. Ist direkt zum Brauen, der Franke. Halt den Schnabel, Ronald. So, hat wer eine Idee? Ja, schon. Der Rudi. Ich hab's befürchtet. Sagt's einmal. Seht ihr nicht, dass wir im Einsatz sind? Steigen's bitte schön aus, Herr Lechner. Ihr seid verantwortlich, wenn der Patientin was passiert. Die ist schwer herzkrank, Lebensgefahr. Und jetzt lernen Sie Ihre Taschen aus? Das wird ein Nachspiel haben, das garantiere ich euch. Ah. Was ist das? Das ist... Bei Hunderte. Ja und? Darf ich kein Geld nicht haben? Zeigen Sie uns Ihre Finger, Herr Lechner. No. Für einen Sanitäter sind die aber nicht gerade sauber. Ziemlich schwarz sogar, da die sagen. Was soll denn der Scheiß? Den Schein, den Sie Ihrer Patientin gestohlen haben, den haben wir vorhin präpariert. Der ist ihr aus der Tasche gefallen. Ich wollte ihn ihr gerade wiedergeben. Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Lechner. Hast du den Staatsanwalt erreicht, Sinter? Ja, Beschluss ist unterwegs. Wir können anschließend gleich mit der Wohnungsdurchsuchung loslegen. Das ist wahnsinnig geworden. Die Patientin! Die stirbt! Glaube ich weniger. Tante Gusti, alles in Ordnung? Sie haben es gelobt, ja. Als wir Ihnen dieses verantwortungsvolle Amt übertrugen, Much, da gelobten Sie, dem Alkohol zu entsagen. Ja, das tue ich ja. Ihre Aufgabe ist, unser Kirchlein zu bewachen, ja? Davor, dass sich niemand, der unserem Kreis feindlich gesinnt ist, unbefugterweise darin zu schaffen macht. In aller Deutlichkeit, ja? Wenn wir uns auf Sie nicht verlassen können, müssen wir ernsthaft über Konsequenzen nachdenken. Wenn ich ihn doch erst so spät gesehen habe. Weil Sie vermutlich erst Ihren Rausch ausschlafen mussten. Bitte schön, Herr Kaplan, es ist mir so arg. Ich hab's ja wieder gut machen wollen. Ja, ja, Schluss damit. Wir müssen nach vorne sehen. Aber ich habe halt jetzt so ein schlechtes Gewissen. Beruhigen Sie sich, Much. Ich hab doch gesündigt. Wir sind alle Sünder vor unserem Herrn, Much. Doch denken Sie immer daran, ad majorem Deum gloriae. Was der höheren Ehre Gottes dient, wird er uns in seiner Gnade verzeihen. Ja, aber... Sehen Sie nach oben. Was sehen Sie? Das Bildnis Ihres Namenspatrons im Kampf mit Satan. Und was hat der Erzengel Michael in seiner Rechten? Sein Schwert. Eben. Erfüllen Sie in Zukunft noch sorgfältiger Ihre Pflicht, ja? Ja. Und keinen Alkohol mehr, verstanden? Ja. Nein. Seien Sie aufmerksam. Lassen Sie sich vor allem von niemandem in Gespräche verwickeln. Haben Sie das verstanden? Die 2 Uhr hast du notiert? Hobby. Das nennt man Charakter. Der Sound hat nicht bloß auf seine Fahrten lange Finger gemacht, sondern schon vorher, wie er in die Wohnungen vor die Patienten gewesen ist. Na, sein eBay-Account ist auch ganz schön aufschlussreich. Was du nicht sagst. Weiter. Münzsammlung? Ja. 3 Paar Ohrringe? Ja. Schachtel mit Silberbesteck? Jawohl. Deckt sie ziemlich genau mit den bisherigen Anzeigen. Eine Digitalkamera? Ja. Moment einmal. Unser Sanitäter war doch ja neulich bei dem Unfall im Einsatz, oder? Na, das habe ich doch gesagt. Ja, und da habe ich ja leere Kamerataschen gefunden. Ach, du meinst das? Wo sind der Power? Lass mal schauen. Ja, da. Da, der Brucker Stadtplatz. Und das ist eine Kirche oder so? Schau mal her, Viertel. Das könnte in der Kapelle am Brand sein. War zwar schon lange nicht mehr drum, aber... Doch, das ist. Und das da? Auch nochmal die Kapelle von innen. Und das? Ein Gemälde. Das sieht man nicht voll. Ziemlich brutal. Messer? Das Blut rinnt. Wie eine Operation oder eine Folterung. Das könnte ein Mörderbild sein.
Aber was für ein Heiliger soll denn das sein? Schaut aus wie ein Kind. Und da? Die Kapelle von außen. Mit einem R4 nebendran. Komisch. Ja, nix komisch. Damit haben wir den Besitzer. Ja, schon klar. Ich frage mich bloß, was der Mann mit denen Aufnahmen bald haben könnte. Bip für uns. Peccatore, was ora pro nobis. Mea culpa. Bip für uns sind. Heilige Maria, Mutter Gottes. Pache Satanas. Mir mag sich auch culpa. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Onkel Otto. Du, keine Ursache, Rudi. Interessiert mich ja selber. Bin schon lange nicht mehr am Brandkirchel heraußen gewesen. Schön da. Die Aussicht aufs Inntal. Mhm. Komm, da geht's rein. Oh mein, mal das wieder herzurichten. Hey da, ist zwar, was habt ihr da verloren, hä? Ja, wer fragt denn da gar so freundlich? Ach, der Much. Ich bin's, der Otto vom Stadtarchiv. Ja, du, jetzt erzähl ich dich fast nicht mehr der Kind. Macht nichts, Much. Wir werden ja alle nicht jünger, gell? Sag einmal, bist du jetzt der Messner da herum? Nein. Das war übrigens mein Neffe, der Rudi. Ist gut. Ja, entschuldigt, ich hab gedacht, also, ich muss halt aufpassen, gell, dass da nichts wegkommt und nichts kaputt gemacht wird. Ist schon recht, Much. Aber bei uns brauchst du keine Sorge nicht haben. Naja, na gut, dann lass ich euch. Nein, du genierst uns nicht. Nein, ich muss jetzt. Machst du dir nachher wieder gescheit zu, gell? Wer war denn das? Kennst du ihn nicht? Der Eckhardt-Much von Weilheim draußen. War früher ein Mechaniker beim Obermeiersepp. Ist seit dem schweren Arbeitsunfall aber nicht mehr ganz auf der Höhe. Kopf. Mhm. Na, jetzt schauen wir mal. Oh mei, oh mei. Das ist ärger, wie ich mir das vorgestellt habe. Überall der Schwamm drin. Na, das tut weh. Aber die kleinen Beuteln da? Die nennt man Votivtafel. Die stammen noch aus der Zeit, wo da herum eine ziemlich bekannte Wallfahrt gewesen ist. Ja, die schönsten sind leider längst gestohlen. Und das Altarbild da vorne, das ist auch ohne jeden Wert. Und wann war das mit der Wallfahrt? Das dürfte so nach dem 30-jährigen Krieg angefangen haben und gegangen ist bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach hat sie sich aufgehört. Seid uns nicht böse, Kollegen. Aber ein bisschen einen Zug zum Drama habt ihr in Bruck schon. Ein Zug zur Höflichkeit seitens der Kripo wäre aber auch nicht schlecht. Bei uns jedenfalls sagt man erst einmal, grüß Gott. Er ist doch wahr. Da rutscht einer in Kram rein mit seiner Chaisen. Erstzulassung wahrscheinlich kurz nach Christi Geburt. Und bloß weil theoretisch eine mögliche Möglichkeit besteht, dass irgendwer den Rostvorgang beschleunigt haben könnte, hetzt's ihr uns in der Gegend umeinander. Als ob wir nichts Wichtigeres zum Tor hätten. Bitteschön, Kollegen. Wenn's ihr den Kopf hinhalten wollt, wenn's dann wieder heißt, dass die Polizei Hinweisen nicht nachgegangen ist. Ich jedenfalls kann darauf verzichten. In Gottes Namen. Also, was wissen wir über den Geschädigten? Er heißt Strasser, Ulrich. Alter 48, gebürtig und wohnhaft in München. Beruf Journalist, selbstständig. Und wo ist der Unfall passiert? Ungefähr 4 Kilometer außerhalb. Auf der Straße, die zum alten Kirchl am Brand führt. Also gut, wir schauen uns nachher an. Aber Journalist, sagst du? Was hat denn so einer in der Gegend verloren, wo sie Fuchs und Haus gut nachts haben? Interessante Frage. Aber wenn ich richtig informiert bin, seid ihr die Kripo. Warum's die Wallfahrt heute nicht mehr gibt? Mei, nach dem Krieg sind viele alte Bräuche eingeschlafen. Und manche ist schade, um andere weniger. Aber zu denen, um die es überhaupt nicht schade ist, gehört die Wallfahrt zum Brandkirchel. Es ist zwar eine Marienkirche, aber verehrt worden sind die Reliquien von einem Märtyrer namens Thomal vom Brand, angeblich ein Bauernbub aus der Gegend. Erst 7 Jahre alt. Der Legende nach ist er an dem Platz umgebracht worden, wo das Kirchel steht. Um 1400 und noch was soll das passiert sein. Nie gehört. Ja, ist auch besser so. Ja, erzähl weiter. Die Geschichte ist vielleicht ziemlich arg. Es sollen ausgerechnet Juden gewesen sein, die den Burm entführt und umgebracht haben. Angeblich, weil sie auf sein Blut scharf waren, das für irgendein geheimes Ritual braucht haben.
Also so viel zum Thema gute alte Zeit. Jedenfalls kann es nicht schaden, wenn ich da doch einmal genauer im Archiv nachschaue. Was ist denn, sagst du was? Ja. Das Gemälde da oben. Ja, das ist der Michael. Wer? Also jetzt, Rudi, der Michael. Der Märtyrer. Nein, der Erzengel Michael im Kampf gegen Luzifer. Hast in der Religionsstunde wieder geschlafen oder was? Aber das Bild ist ebenfalls eine primitive Schmirage auf einer dünnen Sperrholzplatte. Dass dies total wertlos ist, das ist der dümmste Kirchenräuber. Aber der Rahmen? Der ist auch wertlos. Nein, der schaut aus, als wäre der aufdoppelt worden. Ach so. Fast, als wäre dahinter noch ein anderes. Und da? Was? Ja, da an der Seite, die kleine Absplitterung, hat da wer probiert, die Doublage abzunehmen. Genau sicher ist nicht, das hängt zu weit um. Die Leiter. Hä? Im Auto von dem Verunglückten ist er Klappleiter gewesen. Tja, der Unfallort gibt nicht viel her. Bremsspuren sind zwar zum Sehen, aber komischerweise von Anfang an diagonal auf die andere Fahrbahnseite und in Richtung Böschung. So als hätte er gar nicht erst versucht, auf seiner Spur zu bleiben. Aber packen wir es trotzdem noch einmal von der anderen Seite an. Kollegen, ihr sagt, dass der Mann kurz vorher in einer aufgelassenen Kapelle oder sowas gewesen ist. Ja, und sie innen und außen fotografiert hat. Gibt's denn da irgendwelche Kunstschätze oder sowas? Ich habe mit dem Leiter vom Stadtarchiv geredet. Und der sagt, dass das Kirchl weder von der Innenausstattung noch von der Architektur was Besonderes war. Aber sie kehrt der Kirch, oder? Nein. Vor ein paar Jahren hat das ganze Areal der Blocher, der Bauunternehmer, gesteigert. Und was soll da dran für einen Journalisten interessant sein? Ich kann mir keinen Grund vorstellen. Nebenbei, ich habe mich erkundigt. Dieser Strasser ist durchaus nicht irgendwer. Schreibt für mehrere größere Zeitungen und für ein Radio. Vielleicht kann man sich einmal seinen Computer anschauen. Verbindlichsten Dank, Kollege. Da wollen wir jetzt gar nicht draufkommen. Mehr Kulpa. Bitte für uns, Sünder. Pro nobis peccatoribus. Und vergib mir. Aber nuntio Satane. Lieb für uns. Ob die Sonne heute noch mal aufgeht? In einer halben Stunde nach Begräf. Boah, ja, Kaffee, das war's jetzt. Obwohl, dann schlafe ich noch schlechter. Und kannst du nicht gescheit schlafen? In letzter Zeit, ja. Ah, drum? Drum was? Du hast schon mal fitter ausgeschaut. Danke, Rudi. Baust mir allerweil wieder auf. War nicht böse gemeint. Vergiss es. Hast du was? Ich meine, möchtest du mir was sagen? Koloman 12 und 12.3 kommen, Koloman 12.3. Koloman 12.3 hören. Standard kommen. Kommen gerade von Oberreiz, sind kurz vor der südlichen Stadtgrenze. Pass auf, ein Anwohner vom Kirchplatz meldet Brandstiftung auf dem Platz kommen. Wieder mal ein brennender Müllkorb oder was? Nein, laut Anruf hat jemand seine ganze Wohnungseinrichtung auf den Platz geschmissen und anzündet. Brauchen sofortigen Lagebericht über Gefährdungslage. Feuerwehr ist alarmiert. Kommen. Sind unterwegs. Ende. Schluss! Aus! Um Gottes Willen, der verbrennt das ein ganzes Lager. Spinne Adam, sind Sie narrisch geworden? Das schöne Sache, hören Sie doch auf! Weg! Weg damit! Mit dem ganzen alten Graffe. Da hat schon seine Tradition. Ich möchte nichts mehr zu tun haben mit dem ganzen Dreck von früher. Ach, ihr Brucker, ihr seid nichts. Ihr brunstdumme, verlogene Lumpenbagage. Acht! Kann doch mein Adam weg vom Feuer. Lass mich aus. Ganz so vernünftig. Au! Pass auf jetzt. Ruhig, Adam. Ruhig. Franz Anker. Ich kann nicht mehr. Das ist ja alles wie früher. Hat sich das nie erlebt.
Kollegen haben recht gehabt. Einen Zusammenhang mit Kirchenraub oder so können wir ausschließen. Ich war vorhin drum. Das Kirchl und das Haus daneben sind mehr oder weniger Bruchbuden. Scholz? Ja? Ah ja, super. Warte mal, Kollege, ich lass meinen Kollegen hier mithören, wenn es recht ist. Kripo München. Kein Problem. Also, wir haben den Rechner von eurem Herrn Strasser durchgeschaut. Ehrlich gesagt, recht schlau sind wir nicht waren draus. Jedenfalls, was die Richtung betrifft, die ihr uns angedeutet habt. Also, dass es was mit Kunstdiebstahl alternativ mit einem Bauvorhaben zu tun haben könnte. Was habt ihr statt dem? Im Zeitraum ab circa 2 Monaten bis heute gibt es auffallend viele Suchvorgänge zum Thema Wiederbelebung der Wallfahrt und Stadtgeschichte Bruck am Inn. Sowie zu Pius Bruderschaft und Engelwerk. Engel, was? Das ist so eine Art Sekte, soweit ich informiert bin. Aha. Noch was? Na, alles andere ist eindeutig privat. Interessant ist höchstens noch, dass der Mann im gleichen Zeitraum einen größeren Datenordner angelegt hat. Hauptsächlich historische Biografien. Erzähl mal was auf, vielleicht kennst du was damit anfangen. Werner von Bacharach, William von Norwich, Simon von Trient. Im gleichen Ordner gibt es auch noch Literaturlisten. Kolb Eberhard, bibliografisches Kirchenlexikon. Häusler Petra, Judenbilder in der Renaissance. Heinrich Heine. Heine? Der mit der Lorelei? Ja, möglich. Soll ich weiter aufzählen? Klar, das können wir uns sparen. Kein Ermittlungszusammenhang? Nein. Sorry, aber mehr kann ich euch nicht sagen. Passt schon. Trotzdem, merci. Servus. Okay, macht es gut, Kollegen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass wir unsere Zeit verplempern. Was sonst? Alles erledigt? Ja, der Adam ist in der Klinik. Total fertig. Nervenzusammenbruch. Der Harte ist schon am Zusammenkehren. Der hat vielleicht geflucht. Naja, sind wir froh, dass der Feier nicht auf Teils übergesprungen ist oder gar auf Kirch. Aber dass der Adam mal gleich so dermaßen ausrast? Vielleicht wegen der Anzeige bei der Gewerbeaufsicht. Möglich. Da hat doch irgendwer droht Rat. Von selber war Gewerbeaufsicht nie draufgekommen. Das hat doch noch nie wen geniert, wie es in der Werkstatt vom Adam ausschaut. Aber wem fällt sowas hinterfutzigs ein? Und wieso? Keine Ahnung, Senta. Ah, Rudi, fast hätte ich es vergessen, du sollst den Onkel im Stadtarchiv drüben anrufen. Also pass auf, Rudi. Im gesamten 15. Jahrhundert habe ich im städtischen Archiv nichts über einen Kindermord gefunden. Sind wir also so schlau wie vorher? Nicht so schnell, Rudi. Gefunden habe ich was anderes. Nämlich ein paar Quittungen von 1462 an die Magistratskasse Bruck von einem Scharfrichter für 4 Hinrichtungen. Und ebenfalls gefunden habe ich Urkunden über den Vermögenseinzug von 4 Brucker Bürgern namens Makart oder Mokart. Die 4 sind also hingerichtet worden. Und ihre Familien enteignet. Richtig. Was man ihnen vorgeworfen hat, ist unklar. Allerdings ist man auch im Mittelalter nicht so schnell geköpft worden. Da muss schon was Massives vorgelegen haben. Ein Mord beispielsweise. Oder was anderes, was eben damals als schwere Straftat gesehen worden ist. Aber da sind wir beim Spekulieren und da bin ich lieber vorsichtig. Ganz umsonst war die Sucherei aber trotzdem nicht. Was ich nämlich gefunden habe, ist eine Abbildung von dem Gemälde im Kirchl, nach dem du wahrscheinlich gesucht hast. Da, schau. Ja, genau. So hat's ausgeschaut. Ist aus einem Zeitungsartikel übers Kirchl am Brand von 1934. Zeigen tut's den angeblichen Märtyrertod vom Thomal von Brand. Da in der Mitte, das Kind. Und drumrum 4 grimmige Burschen, die mit ihren Messer an dem Burm rumschneiden. Und da, siehst du's? Da, auf dem Revers von jedem von denen 4. Ein Kreis? Ein runder Aufnäher, der im Original wahrscheinlich gelb ist. So wie es die Juden damals tragen haben müssen. Damit sei der Dümmste kapiert. Übrigens da auf dem anderen Foto, schau. Hängen tut das Bild genau da, wo wir zwei neulich das Bild vom Erzengel Michael gesehen haben. Wahrscheinlich ist nach dem Krieg einfach schnell eine billige Dublage draufgenagelt worden. Und der Reporter hat's abgenommen. Schaut da noch aus, ja. Übrigens, auch noch interessant ist, dass die Thomal-Wallfahrt erst kurz nach dem 30-jährigen Krieg aufgekommen ist. Also gute 200 Jahre nach den Brucker Hinrichtungen und kurz nachdem in einem heiligen Lexikon ein ausführlicher Bericht über den Thomal von Brand auftaucht ist.
Und geschrieben hat den ein Jesuit aus München, von dem es auch etliche Theaterstücke gibt. Und demnach ist der Bub von einem Juden gekauft und beim Brandkircherl nach jüdischer Tradition geschlacht worden, um mit seinem Blut so eine Art Hostienfrevel zu treiben. Also so weit, so pervers schon mal. Jetzt wird's aber richtig interessant, Rudi. Das Schauermärchen von unserem Thomerl deckt sich nämlich mit anderen Geschichten, die in Europa schon seit ein paar hundert Jahren im Umlauf waren. Vor allem ist es, vom Ort einmal ganz abgesehen, haargenau identisch mit der Legende vom heiligen Simon von Trient. Die ganze Thomerl-Geschichte ist also von vorn bis hinten erlogen. Sagen wir es einmal so, möglich ist, dass damals tatsächlich im Bruck ein Bub umgebracht worden ist und vier Unschuldige als Sündenböcke herhalten haben müssen. Aber ob stimmt und wer der oder die Täter wirklich waren, das kann man nicht mehr beweisen. Sicher ist bloß, dass Kindsmisshandlung, Kinderhandel und Missbrauch keine Erfindung unserer Zeit ist. Also zum Romantiker wird man wenig glauben, wenn man dir zuhört, Onkel Otto. Die gewöhnt man sich ab, stimmt. Vor allem, wenn man feststellt, dass nach den Hinrichtungen keine Juden mehr in Bruck gegeben hat. Erst im 19. Jahrhundert haben sie wieder zwei, drei Familien bei uns angesiedelt. Naja, und was dann aber Ende der 30er, Anfang der 40er passiert ist, das braucht er ja wahrscheinlich nicht erzählen. Und heute? Nein. Wenn, dann gibt's meines Wissens bloß noch einen Brucker, der auf Nazi-Deutsch als Halbjud bezeichnet worden war. Seine Mutter war eine hiesige. Und der Vater, er hat Tischlerei in der Unterstadt gehabt, ist ein Jud gewesen. Patent, beliebt, vor allem ein guter und reeller Handwerker. 41 ist er fortgekommen, wie es damals geheißen hat. Sein Bub ist damals erst ein Jahr alt gewesen. Und der hat bloß überlebt, weil ihm brave Verwandte im Bayerischen Wald vor der Polizei versteckt haben. Wir reden jetzt aber nicht zufällig vom Adam. Zufälligerweise schon, Rudi. Wem gebe ich das Fax? Ist gerade gekommen. Ah, die Handyauswertung von unserem Reporter. Merci. Los schauen. Wenn's recht ist, ich habe euch schon drauf notiert, um was für Nummern sich's handelt. Sind alle bekannt. Super. Merci, Kollege. Passt schon. Also, telefoniert hat er mit der Stadtverwaltung Zentrale, Radio Inwelle, ein Herr Czermak, Pfarrhaus. Okay. Mit wem fangen wir an? Senta, entschuldige, hat sich ein bisschen gezogen. Hab's gemerkt. Ich hab gesagt, Entschuldigung. Ich hab's gemerkt. Das war wichtig. Meinst du nicht, dass langsam Zeit wird, mir zum sagen, was für Geheimnisse du mit deinem Onkel hast? Ja, du musst gerade reden. Von wegen Geheimnisse. Ich habe es dick, dass ich mir dauernd Ausreden einfallen lassen muss. Aber das haben wir doch ausgemacht. Ich habe eine Sicherheitsberatung gemacht. Im Stadtarchiv. Klar, und der Onkel Otto ist so begriffsstutzig, dass er gleich mehrere davon braucht. Na, begriffsstutzig ist der nicht. Verstehe nicht ganz. Wieso hätte ich das der Polizei melden sollen, dass der Strasse mich angerufen hat? Nur, dass er schwer verunglückt ist, das haben sie doch mitgekriegt, oder? Ich bin Lokalreporter, Herrschaften. Da ist so eine Frage wohl einigermaßen überflüssig. Na Gott. Um was ist gegangen bei dem Telefonat? Er wollte sich privat mit mir treffen. Der Strasser und ich nämlich, also wir kennen uns. Von früher, wir haben miteinander Volontariat gemacht bei der Vilsbiburger Zeitung. Haben Sie sich getroffen? Kurz, ja. Und? Was hat er von Ihnen gewollt? Vielleicht sagen Sie mir erst, auf was Sie raus wollen. Wieso ermittelt eigentlich die Kripo beim Verkehrsunfall? Wenn's recht ist, fragen wir, okay? Gern. Um was ist beim Telefonat und dem Treffen gegangen, Herr Czermak? Um die traditionelle Wallfahrt, die man in Bruck wieder aufleben lassen möchte. Hab mich gewundert, weil der Strasser seine Nase normalerweise in brisantere Themen gesteckt hat. Umweltskandale, Neonazis, Korruption und so. Das war eher sein wieder. Was hat ihn dann an der Wallfahrt interessiert? Na, da hat er sich nicht in die Karten schauen lassen. Hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen grantig gemacht. Wir sind dann auch in Streiten gekommen. Der Strasser ist nämlich einer, der schon immer einen leichten Schlag ins, wie sag ich's, ins Ideologische gehabt hat. Und vorher? Wonach genau hat er sie befragt? Wer hinter der Wallfahrt steckt, wollte er wissen. Hab ihm gesagt, dass die Sache von einem hiesigen Verein, einer Art Bibelkreis, betrieben wird und dass der Kaplan Pöschl da energisch anschiebt.
War der Strasser mit der Auskunft zufrieden? Er hat sich noch über die Pläne von einem hiesigen Unternehmer erkundigt, was der genau vorhat, wie die Stadt dazu steht und so weiter. Wir reden vom Herrn Blocher, der das Kirchhall und das Nebengebäude wieder herrichten lassen möchte. Richtig. Tja, wäre jetzt schön, wenn Sie es nicht von mir wissen, aber das Wort herrichten trifft's nicht ganz. Geplant ist ein Hotel mit allen Schikanen, mit Konferenzräumen, Wellnessangebot und Reiterhof. Ein Millionenprojekt, ein Traum auf der Landschaft. Und was ist daran, wie auch an der Wallfahrt, so umstritten, dass sich einer wie der Strasser so drin verbeißt? Wie ich vorhin gesagt habe, er hat schon immer ein bisschen einen Hang zum Ideologischen gehabt. Ob er aber mit seiner Profilierungssucht eine ganze Region in Verruf bringt, war ihm wurscht, dem Menschheitsverbesserer. Das war nicht die Frage, Herr Czermak. Ja, gesagt hat man zwar nicht, aber gut, ich habe das eine Vermutung. Bei der Wallfahrt gibt's nämlich ein paar Stimmen, die behaupten, dass sie früher ein bisschen einen antisemitischen Hintergrund gehabt haben soll. In dem Kirchhall am Brand soll nämlich irgendwo ein Altarbild existieren, in dem Juden ein bisschen einseitig dargestellt sind. Was für das ganze Vorhaben nicht gerade förderlich wäre, oder? Vielleicht, aber so ein Bild gibt's nicht. Hab selber nachgeschaut. Ich hab dem Strasser ebenfalls gesagt, dass er da auf dem Holzweg ist. Das Projekt ist eine Mordschance für Bruck. Und die Firma Blocher. Wahrscheinlich auch ein guter Werbekunde Ihres Senders. Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, meine Herrschaften. Den Ausgang finden wir. Nein, Herr Blocher, der Herr Oetl ist bis heute Nachmittag in einer Besprechung. Kann ich Ihnen weiter? Ja gut, wenn Sie meinen. Ja, werde ich ihm ausrichten. Dringend, ja, sage ich ihm. Wiederhören, Herr Blocher. Was putzt ihr denn eigentlich ein? Servus, Ferl. Magnus, du? Der Schicht fängt doch noch lange nicht an. Tja, der Frank als solcher ist eben überpünktlich, ne? Ich glaub's fast. Na, bin gerade in der Nähe beim Einkaufen gewesen. Und da dachte ich mir, ich nehme unseren Radio mal mit. Kann zwar nichts versprechen, aber vielleicht ist er doch noch zu retten. Das gab einen Pluspunkt, Magnus. Ich hab schon direkt Entzugserscheinungen. Im fraglichen Zeitraum war ich in Berlin bei der DIHK-Fachtagung zum Thema energetische Wärmedämmung. Ja, Zeugen können's haben so viel, wie's wollen. Soll ich? Danke. Langt uns erstmal. Aber jetzt aber im Ernst. Worum geht's eigentlich? Wenn's einfach bitteschön bloß auf unsere Fragen antworten täten, dann hätten wir's schneller hinter uns. Na schön, bitte. Herr Blocher. Sie planen ein größeres Bauvorhaben bei der ehemaligen Wallfahrtskirche am Brand. Respekt. Sie haben gründlich recherchiert. Gibt's dagegen Widerstand? Herrschaften, nennen Sie mir heutzutage ein Bauprojekt, bei dem keine Widerstände zu überwinden sind. Immer gibt es irgendwelche Querulanten. Und wie ist es bei diesem Projekt? Ich bitte Sie. Das ist doch lächerlich. Sicherlich wird's auch da wieder ein paar Wichtigtuer geben, die ein bisschen Tamtam veranstalten, aber dazu bin ich wirklich zu lange in diesem Geschäft, um mich davon auch nur noch im Ansatz beunruhigen zu lassen. Sagt Ihnen der Name Strasser vielleicht was? Nein. Wer soll das sein? Ein Reporter, der möglicherweise die Absicht gehabt hat, Ihr Projekt negativ darzustellen. Geht's da um den Mann, der in der Nähe verunglückt ist? Meine Herrschaften, bei allem Respekt. Ich habe zwar Fantasie, aber wie mir ein Journalist gefährlich werden soll. Bei einem derartigen Projekt, bei dem der Erhalt historischer Bausubstanz und die Förderung der heimischen Wirtschaft so augenfällig im Vordergrund stehen, da versagt sie. Das ist ja geradezu köstlich, diese Vorstellung. War mir neidisch mit dem Adam und dem Kirrl. Mir erst. Und ausgerechnet an so einem Platz soll wieder Wallfahrt gemacht werden. Das müssen doch nur ein Haufen ältere Brucker wissen, was es mit dem angeblichen Märtyrer auf sich gehabt hat. Warum macht da keiner sein Mai auf? Trick ist wahrscheinlich, macht Augen zu und dann verschwindet, was mir nicht gefällt. Oder es ist hinter der Fassade von eurem schönen Bruck am noch schöneren Inn vielleicht doch nicht so gemütlich. Ja, ja, ich weiß. Bei euch in Passau ist alles ganz anders. Anderes Thema. Sehr gerne. Okay, irgendwann kommt das alles auf. Die Zeitung, ins Fernsehen, ins Internet, alles wird früher davon sein. Und dann? Ja, dann? Dann steht ganz Bruck als das letzte braune Loch da. Als das allerletzte. Dann war dieser Reporter vielleicht der Erste, der dort zum Grom angefangen hat. Na,
Und wenn Kripo diesmal nicht gar so lasch war, dann wisst man das schon längst. Stattdessen schaut's danach aus, als ob's die Ermittlungen lieber heute als morgen einstellen werden. Aber was wollen sie machen, wenn sie nichts in der Hand haben? Stopp. Sind wir vorher nicht am Sipp seiner Werkstatt vorbeigefahren? Ja, schon. Ich trau um. Das kannst du deinen Kollegen ruhig sagen, Rudi. Nur einmal red mit der nicht so saudumo. Verstehst du mich, da ins der Polizei helfen und dann darf man sie auch noch blöd anschmerzen lassen. Aber eigentlich ist mir meine Zeit schade, um mich über so einen Hans Wursten überhaupt aufzuregen. Weißt, ich hab halt bloß gesehen, dass bei dem Wagen die Mutter und der Konusring von der Lenkspurstange weg war. Ist halt ein ziemlich altes Auto, oder? Halt schon. Man kann sagen, ein Oldtimer. Aber mechanisch. Alles tipptopp, kein Verschleiß, nix. Der Mo hat auf sein Auto aufpasst. Ist wahrscheinlich regelmäßig in der Werkstatt gewesen. Was mich halt stutzig gemacht hat, das war, dass sie die Schrauben eigentlich nicht über längere Zeit abgelöst haben kann, sondern dass erst vor kurzem gelockert worden sein muss. Und wenn du mich fragst, mit Absicht. Wie kommst du denn da drauf? Weil das Gebinde blank war. Verstehst, wenn sich die Schrauben über einen längeren Zeitraum gelöst hätte, was mir aber so mein Laptop noch nie untergekommen ist, dann hätte es dick mit Öl und Dreck verpappt gewesen sein müssen. Kommst du mit? Ja, ich komm schon mit. Gut, kann natürlich immer sein, dass ich auch verkehrt lieg. Aber weißt, ich kenne die alten Renault noch gut. Hast keinen Schönheitspreis dafür gekriegt, aber mechanisch hast du auf die verlassen können, wie auf einen Kalaschnikow. So eine Mutter abschrauben, ist das kompliziert? Ach, ja. Ohne jeder Depp. Und erledigt es sowas in 2-3 Minuten. Musst du halt bloß ein bisschen mit der Ed und Modelle auskennen. Du, und sag, dieser Much, der den Mesener oben am Brand macht, war der früher nicht einmal bei dir? Der Much? Freilich. Ist einer von meinen besten Mechaniker gewesen. Und heute. Ach, der arme Hund. Tot schade ist um den. Gut, halt dich nicht mehr länger auf, Sepp. Okay, ich pfiat dich. Rudi, deine Inspektion darf da schon langsam mal wieder fällig sein, ja? Ich rühr mich. Sepp, eins noch. Kannst du mir vielleicht so einen Schrauben mitgeben? Von der Lenkspurstange meinst du? Ja, müsste die irgendwo noch eine haben. Da, zu was brauchst du die? Was ich nicht. Richtig, ich entsinne mich, es dürfte vor etwa 10 Tagen gewesen sein, dass ich einen Anruf von diesem Herrn Strasser, sagen Sie, erhielt. Er suchte um einen Gesprächstermin nach, aber ich musste ihn vertrösten. Außerdem wurde ich nicht schlau daraus, was er von mir wollte. Sicher, wir bereiten derzeit mit einigem Aufwand die Wiederbelebung einer Traditionswallfahrt vor. Aber wieso glauben Sie, dass ich Ihnen helfen kann? Naja, immerhin ist der Mann nicht weit von diesem Wallfahrtsort verunglückt. Der Bedauernswerte, ja. Können Sie sich denn noch an den Unfalltag erinnern? Gewiss. Ich hielt wie immer um 7 Uhr eine Andacht im Altenheim St. Rochus ab. Wann haben Sie denn von dem Unfall erfahren? Soweit mir erinnerlich, erst als ich am Nachmittag von Herrn Eckert darüber informiert wurde, dass am Morgen dieses Tages ein Unbekannter in das Kirchlein am Brand eingedrungen ist und sich zumindest der Eindruck verdächtig benommen hat. Herr Eckert, das ist der ältere Herr, der... Michael Eckert Much, ja. Er hat sich für einen eher symbolischen Obolus bereit erklärt, sich um das Kirchlein am Brand zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es nicht zu Vandalismus oder Ähnlichem kommt. Sie sagen also, laut Much soll sich der Unbekannte verdächtig benommen haben. Den Eindruck soll er zumindest gemacht haben. Wissen Sie, der normale Besucher besichtigt das Kirchlein und verrichtet vielleicht noch eine kurze Andacht. Dieser Mann aber soll ausführlich fotografiert und die Innenausstattung penibel inspiziert haben. So als wäre er auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Herr Kaplan, halten Sie es für möglich, dass jemand die Absicht gehabt hat, die Pläne für das Kirchhall und den Bau daneben in schlechtes Licht zu stellen? Ach, wissen Sie, es gibt leider immer wieder fehlgeleitete Mitmenschen. Unsere Kirche muss und kann damit leben. Die Argumente gegen die Wallfahrt jedenfalls sind nichts als lächerlich. Was passt denn den Gegnern nicht? Nun sehen Sie, das Kirchlein am Brand ist zwar der Mutter Gottes geweiht,
Ziel der Wallfahrt aber war jahrhundertelang die Verehrung eines unschuldigen Christenkindes, das an diesem Ort durch die Hand Ungläubiger den Tod fand. Ich gebe zu, die Tatsache, dass es sich bei den Mördern um Juden handelte, ist heutzutage nicht eben opportun. Juden sollen das gewesen sein. Nach glaubhafter Überlieferung, jawohl. Gewiss, das Geschehene ist nicht nach heutigen Maßstäben dokumentiert. Doch was heißt das schon, meine Herren? Die Wahrheit ist nun einmal, dass die Juden unseren Herrn Jesus Christus ans Kreuz geschlagen haben. Puh. Wer das in Zweifel zieht, meine Herren, dem sei die Lektüre der Heiligen Schrift empfohlen. Sie und nur sie ist die Wahrheit. Darf man diese Wahrheit denn nicht mehr verkünden, nur weil sie angeblich nicht mehr in den Zeitgeist passt? Doch, der Bericht über den Brand am Kirchplatz. Früher ist es nicht gegangen. Passt schon. Gibt's was Neues vom Adam? Ist nur im Krankenhaus. Weißt du, ob er im Stadt angezogen wird? Werde nichts anderes überbleiben. Sag's einmal, wieso erfahre ich eigentlich wieder alles zuletzt? Was denn? Der Blocher plärrt am Telefon umeinander und faselt was von einer Demonstration am Sonntag. Und dann druckt mir einer der Kaplan Pöschl sein Salben rein. Angeblich hängen überall schon Zettel dafür aus. Und im Internet sollen's auch dazu aufrufen. Jetzt beruhigt die Oswald. Wer hat sowas genehmigt? Niemand. Wieso wird die Polizei davon nicht in Kenntnis gesetzt? Weil die das nicht als Demonstration oder Kundgebung deklariert haben, sondern als Spaziergang. Und dagegen gibt's keine Handhabe. Soll das ein Witz sein? Nein. Wer sind überhaupt die? Die üblichen Verdächtigen. Und was passt diesmal wieder nicht? Gegen die Wallfahrt zum Brandkirchen sind's, weil die angeblich rassistisch, judenfeindlich und was es ihnen sein soll. Rassistisch? Ausgerechnet eine Wallfahrt? Was Blödes habe ich schon lange nicht mehr gehört. Da soll ja aber was dran sein, Chef. Ich frag schon, wenn mich eure Meinung interessiert. Jedenfalls verlangt der Blocher, dass wir was dagegen unternehmen. Die Schlusskundgebung soll nämlich vorm Kirchall stattfinden und das Gelände ist sein Privatbesitz. Und wie stellt der sich das vor? Das Grundstück ist ein paar Hektar groß. Soll man da einen Zaun drum rumziehen und mit scharfer Munition sichern? Sind wir uns doch einig, oder? Für mich ist der Kasi jedenfalls bissen. Fahr zu. Sag einmal, wieso wird eigentlich bei so einer Beweislage überhaupt so ein Verfahren eingeleitet? DNA und sonstige Spuren, Fehlanzeige und auch sonst haben wir nichts. Außer, dass ein Anschlag theoretisch nicht ausgeschlossen werden kann. Naja, ein Motiv wäre durchaus vorhanden. Dem einen geht's um seinen Bau und um Haufen Geld und der andere ist ein Fanatiker. Und was für einer? Gegen den ist er der Papst evangelisch. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber auch wenn der Reporter vorgehabt hat, da reinzgrätschen, die zwei haben ein Alibi. Außerdem schätze ich die so ein, dass die sich selber die Finger nicht dreckert machen. Höchstens wen dazu anstiften. Ja, aber dafür kam bloß einer in Frage. Der alte Messner. Der kann aber froh sein, wenn er sich selber gerade noch die Schurwandel zubinden kann. So zittrig wie der ist. Hab doch geredet mit dem. Aber er ist der Einzige, der überhaupt Gelegenheit gehabt hat, an dem Renault zu manipulieren. Und wie ich es einschätze, ist sein Verhältnis zum Kaplan Pöschl wie Dackel zum Herle. Vielleicht sollte man uns doch noch mal vornehmen. Hörst du nicht zu? Ich sag doch, dass ich mit ihm geredet hab. Jetzt geh ich gleich wieder auf wie eine Dampfnudel. War doch bloß eine Idee. Was willst du denn noch mal bei dem? Vielleicht ein bisschen unter Druck setzen, oder was? Super Idee. Einen geistig Behinderten unter Druck setzen. Der Richter wird da was verzeihen. Die Zeitung wirst du hier und da lesen, oder? Von dem Fall mit der Peggy, der Rom in Franken. Echt. Auf so einen Karriereschub kann ich verzichten. Fahr zu. Rudi, fahr ein bisschen langsamer. Hm? Da drüben schau. Der Laden vom Herrn Adam. Schon alles verrammelt. Dann wäre Bruck also jetzt wieder judenfrei. Warst auch schon mal lustiger, Rudi. Unsere Stadt hat mir auch schon mal besser gefallen. Mir auch. Und dass die Krippe sich schon wieder verabschiedet hat und die Ermittlungen wahrscheinlich eingestellt werden, das gefällt mir nur weniger. Aber wenn es keine Beweise für einen Anschlag gibt, vielleicht war es doch bloß ein normaler Unfall. Einer, der halt zufälligerweise ein paar Leute ganz gut gelegen gekommen ist. Sag einmal, was hast denn du da für ein Zeug zusammen? Wir wollten doch... Bloß ein kleiner Umweg. Umweg? Die Straße zum Kirchl ist eine Sackgasse. Rudi, merkst du jetzt schon wieder? Jetzt bloß dich nicht so auf. Mich bloß kurz in den Much was fragen. Hä?
Haut's ab, da darf keins mehr rein, das ist Privatgrund. Gilt für alle Wurst wer. Bleib da, sind die Nacht schon. Okay. Es fällt gerade nicht, dass du sagst, du rufst die Polizei an. Ja, ich darf doch keinen mehr. Bloß eine kurze Frage mach. Ich darf nicht. Sind wir gleich wieder fort, versprochen. Darf ich nicht. Muss sagen. Ich darf nicht. Hast du eigentlich dein Werkzeug mit aufgenommen? Schon, wenn es halt was zum Richten gibt, nicht wahr? Was für uns? Schraubenschlüssel? Steckschlüssel? Franzosen? Wieso? Was fragst du denn das? Wegen dem da noch. Wegen der Schramm da. Wegen der Längsstangenschraube. Fällt da was dazu ein? Du Satan! Ah! Da bleiben! Much! Stehen bleiben! Dann hätte der Domal von Braun doch noch ein Wunder vollbracht. Was hast du denn da jetzt gemacht, Magnus? Hab zum Glück nur alte Röhren gefunden von einem anderen Gerät. Na? Steck einmal ein, Kollege. Entdeckung? Okay, ist drin. Beim Einsatz. Der flüchtige Täter hatte sich zuletzt in einem Erdloch zwischen Elsbeterwald und Uferhang aufgehalten, wo er gestern gegen 19 Uhr in völlig entkräftetem Zustand festgenommen werden konnte. Wie seitens der Staatsanwaltschaft heute früh verlautet, hat der Verdächtige in einer ersten Einvernahme gestanden, durch eine Manipulation am Lenksystem den schweren Unfall unterhalb des Kirchhals am Brand vor einigen Tagen herbeigeführt zu haben. Eine Wiederaufnahme der traditionellen Wallfahrt zum Kirchhals am Brand scheint nun doch wieder in weite Ferne gerückt. Wie ein Sprecher der Baufirma Blocher KG erklärt, distanziere man sich von der Wallfahrtsinitiative, der man leider vorwerfen müsse, Unterstützer und Sponsoren über fragwürdige Begleitumstände und Hintergründe im Unklaren gelassen zu haben. In diesem Zusammenhang steht vermutlich auch die Nachricht, dass Kaplan Johannes Pöschl vom erzbischöflichen Ordinariat mit sofortiger Wirkung und ohne Angabe von Gründen aus Bruck am Inn abberufen worden ist. Soweit die Kurznachrichten von Radio Inwelle. Am Mikrofon Ihr Gottfried Schermack. Und weiter geht's mit unserer Sendung Heimatklänge aus Altbayern. Den Anfang macht die Blaskapelle Svoboda mit einer Polka von Jaroslav Jindritsch. Wallfahrt von Robert Hültner. Mit Robert Josef Barteln, Markus Boniberger, Sebastian Edbauer, Winfried Frey, Robert Giggenbach, Michael A. Grimm, Vovo Habdank, Brigitte Hubmeier, Erjan Karacayle, Florian Karlheim, Matthias Kupfer, Hans Meilhammer, Richard Oehmann, Sepp Schauer, Klaus Stiegelmeier, Harry Teschner und Stefan Zinner. Ton und Technik Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Dramaturgie Katharina Agathos. Komposition Zeitblom. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014 für den ARD-Radio-Tatort.